heute ist bei uns Tobias Auinger von der SPD. Er ist Spitzenkandidat im Landtag im Stimmkreis Günzburg und ich würde sagen, Sie stellen sich jetzt erstmal vor, dass unsere Zuschauer wissen, was Sie überhaupt so machen. Sehr gern. Tobias Auinger, 27 Jahre alt, bin vom Beruf Vertriebsassistent, arbeite in Augsburg. Ansonsten bin ich politisch bei der SPD eben aktiv, bin auch hier sehr aktiv bei der Jugendorganisation der SPD, bei den Jusos. Das sind alle Jungmitglieder bis 35 und bin da unter anderem stellvertretender Landesvorsitzender. Jeder kennt irgendwen in seinem Umfeld, der eine Wohnung sucht. Und jetzt würde uns halt interessieren, wie wirkt Ihre Partei der Wohnungsknappheit entgegen? Wir als SPD haben hier verschiedene Ansätze. Also zum einen, das A und O ist, wir müssen endlich anfangen zu bauen. Wir müssen bauen, 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 bauen. Deswegen war auch die Geschichte der Grünen mit dem Flächenfraß, dieses Volksbegehren hier nur so semi-gut. Also ich bin auch dagegen, dass man alles zubetoniert, wenn man sieht, wie groß Straßen teilweise gebaut werden und das mitten durch die Landschaft, dann finde ich das auch einen zu großen Eingriff und eine zu große Flächenversiegelung. Aber, und das muss uns allen klar sein, wenn wir bauen, und das müssen wir, dann versiegelt man Fläche. Man muss aber halt effizient dann bauen. Also gerade die Nachverdichtung, das heißt also quasi freie Flächen in der Stadt, muss man suchen und hier vor allem dann mehrgeschossig bauen, damit wir hier eben genug Wohnungen haben und das möglichst im sozialen Wohnungsbau. Also dass man hier auch eine Preisbindung drauf hat, dass eben hier dann Mieterinnen und Mieter zu vernünftigen Preisen, die man sich auch noch leisten kann, einziehen können. Und die nächste Sache, die man auch fördern muss, ist meiner Meinung nach genossenschaftliches Bauen. Das heißt, viele Menschen schließen sich oder eine bestimmte Anzahl Menschen schließen sich zusammen zu einer sogenannten Genossenschaft. Jeder erhält Anteile an der Genossenschaft und diese Genossenschaft baut dann. Außerdem haben wir in unserem Wahlprogramm auf Betreibung der Jusos eben auch stehen, dass wir ein Förderprogramm Junges Wohnen brauchen, weil hohe Mieten treffen vor allem junge Menschen und junge Familien, die eben gerade in der Lebensphase vielleicht stecken, wo sie auch nicht so viel Kohle haben. Sehr viele junge Menschen oder auch dann die Älteren sind auf die öffentlichen Nahverkehrsmittel angewiesen. Was macht Ihre Partei für den öffentlichen Nahverkehr? Das oberste Prinzip, was wir immer anstreben, ist zum ersten der kostenlose Nahverkehr. Das ist natürlich auch uns klar, dass es jetzt nicht von heute auf morgen geht. Wir können jetzt dann sagen, also mit dem Brandner oder mit der Reisekutsche können jetzt alle kostenlos fahren. Denn auch hier ergibt sich bei uns in unserem ländlichen Kreis wieder einige Probleme, allein schon vom Takt her. Also ich komme jetzt aus Burgau, das ist jetzt auch nicht gerade so eine kleine Stadt bei uns im Landkreis, aber wenn ich mir anschaue, zu welchen Zeiten und wie oft Busse aus Burgau wegfahren, ja, also wenn darauf angewiesen wäre, dann hätte ich jetzt nicht sonderlich viel aus Burgau rauskommen. Das heißt, wir müssen erstmal schaffen, dass an jeder Haltestelle mindestens stündlich ein Bus oder ein anderes öffentliches Verkehrsmittel hält, um hier auch die Leute mal überhaupt dazu zu bringen, zu sagen, hey, das ist eine echte Alternative zum Auto. Zum anderen, eben die Kostenfreiheit muss das Ziel sein, aber wir versuchen das jetzt in kleinen Schritten zu gehen, deswegen haben wir im Wahlprogramm zum einen, und da bin ich wieder besonders stolz drauf, weil das nämlich auch ein Antrag war, den ich selber geschrieben habe, also man sieht, innerparteiliche Arbeit bringt dann auch was, nämlich ein kostenloses Länderticket für Schülerinnen und Schüler, für Auszubildende und Studierende. Was auch viele Leute in dem Umkreis eben interessiert, gerade weil wir eben in Grundremmingen ein Atomkraftwerk haben, was ist Ihre Meinung zum Thema Atomkraft ist? Ich bin ein voller Befürworter des Atomausstiegs. Nach mir könnte die ganze Geschichte noch viel schneller gehen, weil zum einen kriegt man jetzt immer mehr mit, dass sich auch die Vorfälle in Grundremmingen immer mehr häufen. Das ist also dieser Sicherheitsaspekt, den ich aber jetzt nicht allzu hoch hängen würde, was ich viel höher hängen würde, wäre dieser Atomabfall. Und weil die Scheiße, das ist wirklich, die haben wir
auf unabsehbare Zeit. Also das wird, das Zeug strahlt ewig lang. Wir wissen nicht, wo wir das hinstecken sollen. Und wir produzieren jeden Tag, je länger so ein Atomkraftwerk läuft, mehr von der ganzen Geschichte, die eigentlich gesundheitsschädlich hoch tausend ist. Es leben eben schon seit vielen Jahrzehnten muslimische Menschen dort in Deutschland. Und auch durch die Flüchtlinge ist die Zahl der Muslime gestiegen. Was halten Sie von einem spezifisch islamischen Religionsunterricht? Die Sache ist die, man muss sich erstmal fragen, brauchen wir überhaupt Religionsunterricht an unseren Schulen? Und da muss ich sagen, solange wir katholischen und evangelischen Religionsunterricht an Schulen haben, sage ich, ist es die Forderung nach einem muslimischen Religionsunterricht nur gerechtfertigt. Die Sache ist aber die, und da setzt an, das fasst so ein bisschen das auf mit dem Lehrer abhängig. Wir müssen natürlich auch schauen, dass die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, die dann dieses Fach unterrichten, auch nach diesen Qualitätsstandards ablaufen, die wir zurzeit haben. Im März diesen Jahres hat Ihre Partei und die Grünen im Kreistag einen Antrag für mehr Geld für neue Pflegestellen gestellt. Und die CSU und die Freien Wähler haben diesen Antrag abgelehnt mit der Begründung, dass der Landkreis dafür nicht zuständig ist. Jetzt würde uns interessieren, wie hätten Sie damals abgestimmt und warum? Ich hätte natürlich für dieses Geld gestimmt, denn es war jetzt nicht die Riesensumme und natürlich ist der Landkreis, gerade auch hier in einer Familien- und Kinderregion und einer Gesundheitsregion und so weiter, dann durchaus dafür zuständig zu schauen, dass die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger und das Krankenhauspersonal vernünftig bezahlt werden. Und es ist ja nicht so, dass jetzt hier irgendwelche linken, hochbegeisterten Menschen diesen Antrag sich im Hinterkämmerchen ausgedacht haben, sondern es gab ja ein explizites Beispiel. Und das ist der Landkreis Donau-Ries und die haben das gemacht und die haben das erfolgreich gemacht. Also verstehe ich diesen Geschäftsordnungsantrag damals, der von den Freien Wählern kommen ist und dann von der CSU, denen wahrscheinlich 100 Steine vom Herzen gefallen sind, dass dieser Geschäftsordnungsantrag kam, dann mitgetragen wurde, fand ich einfach falsch. Als ich das dann auch gehört habe, habe ich mich nur am Kopf gelangt und gesagt, jeder rennt rum und sagt, ja, und der Gesundheitssektor, die sind so schlecht bezahlt und die machen doch so eine wichtige Arbeit. Und sich denen dann zu verwehren, diese Arbeit zu honorieren. Und in unserem System läuft es eben über Geld. Dem sich zu verwehren, muss ich sagen, verstehe ich null, verstehe ich bis heute nicht. Mir konnte auch noch keiner erklären, wieso. Also Ihre Partei hatte in den letzten Jahren immer eine große Koalition mit der Union. Und jetzt würde uns interessieren, ob Sie denken, dass die SPD es geschafft hat, deren Werte eben umzusetzen. Ich war ein strikter Gegner dieser großen Koalition. Und zwar nicht nur, weil ich eben Juso bin und weil ich stellvertretender Juso-Landesvorsitzender bin und weil ich mit Kevin Kühnert ganz gut kann, sondern aus meiner Überzeugung heraus. Und du hast die Werte angesprochen und ich sehe eben, dass man mit diesem Koalitionspartner gewisse Sachen, die in diesen Wertebereich reingehen, nicht machen kann. Also das fängt bei der Höhe des Mindestlohns an, also ab wann ist es wirklich wertschätzen, ab wann wird Lohn wertschätzen und so weiter. Da gehen die Sachen ganz weit auseinander. Zurzeit muss ich sagen, ist mir auch meine Partei zu leise. Sie schlägt Töne an, gerade auch in der Migrations- und Flüchtlingspolitik, wo ich sagen muss, das sind nicht meine Werte, das sind nicht die Werte, wieso ich in die SPD eingetreten bin. Im letzten Juli gab es eine Veranstaltung der AfD im Forum in Günzburg, zu dem eben auch Beatrix von Storch geladen war. Was bewegte Sie dazu, eine Gegenveranstaltung? Das ist die Geschichte, dass vor allem Günzburg hilft, also der Hilfskreis für geflüchtete Menschen hier in Günzburg, eben gesehen hat, dass die örtliche AfD hier Beatrix von Storch sich geholt hat, auch eher eine Rechtsaußen der Partei, was auch wieder die Ausrichtung der AfD hier vor Ort
ganz klar im rechtsextremen Flügel verortet zeigt oder gezeigt hat. Und Günzburg Hilft ist dann eben auf mich zugekommen, weil sie eben wussten, dass ich schon mal über meine Juso-Tätigkeit in Kontakt kommen bin mit so Veranstaltungen, Veranstaltungsanmeldungen. Man muss ja dann beim Landratsamt den Versammlungsleiter melden. Es gibt diverse rechtliche Sachen, die du beachten musst. Und die dann gesagt haben, naja, sie würden mega gern was machen, aber halt einen Versammlungsleiter bräuchten sie noch, der sich halt rechtlich ein bisschen auskennt. Und sind dann eben auf mich zugekommen und dann habe ich gesagt, okay, ich mache euch den Versammlungsleiter, ich melde den Versammlungsleiter an. Mir war es aber immer wichtig und ich weiß, es ist schwer zu trennen, gerade jetzt in der Zeit vom Wahlkampf und so weiter, aber mir war es immer wichtig, dass ich diese Veranstaltung als Tobias Auinger, überzeugter Kämpfer gegen rechts, anmelde und nicht als Tobias Auinger, SPD-Landtagskandidat. Wer mich an diesem Tag gesehen hat, hat mich nur mit einem Grinsen von hier bis hier gesehen. Ihr seht vielleicht jetzt, allein wenn ich daran zurückdenke, das war in letzter Zeit das schönste Erlebnis für mich, so viele Menschen zu sehen, die mit einem hier, die müssen nicht in der SPD sein, aber die haben ein gleiches Werteverständnis. Sie beschäftigen sich ja auch sehr mit Bildungsfragen. Deshalb würde uns interessieren, was denken Sie über das G8 und das G9? Ich bin generell ein Freund davon, wenn man Kindern und Jugendlichen die Zeit zum Lernen gibt, die sie brauchen. Die Geschichte mit dem G8 war ja deswegen, weil, hey, da kommen die ja früher aus der Schule, somit auch ein Jahr früher an die Uni und dann ein Jahr früher an den Arbeitsmarkt. Dass das der falsche Weg ist, haben Ärzte, das klingt jetzt ein bisschen neumalklug, aber hat man damals eigentlich auch schon gesagt, dazu wie das G8 umgesetzt wurde. Das G8 war ja eigentlich eine verkappte Ganztagsschule, nur eine Ganztagsschule. Das heißt, du hattest den Stress einer Ganztagsschule an einer Nicht-Ganztagsschule. Nicht sonderlich förderlich. Und deswegen war jetzt die Rückkehr zum G9 vollkommen richtig und wieder der logische Schluss. Und die Sache ist nur die, dass man das jetzt meiner Meinung nach wieder etwas überstürzt bzw. ohne größeren Plan gemacht hat. Also es gibt hier auch noch Bedarf, um da etwas nachzufeilen.